Kamera vorbei mit einer Kaffeemaschine so stand. Oh, Hensler, schnelle Nummer. Live on tape. Was passiert? Passiert. So, freut mich, dass diese Live- und Tapes-Videos so gut ankommen. Pass auf, Freunde der Nacht, heute gibt es Pasta griechischer Art. Mit leicht italienischen Einflüssen, würde ich sagen. Man könnte auch sagen, Pasta nach Art des Hirten. Ja? Also, das hört sich ja auch gut an. Aber die Griechen waren vor den Römern da, ne? Deswegen. Lass, wo? Wo waren die Griechen vor den Römern da? Auf der Landkarte sozusagen. Oh, hier, Geschichtsprofessor Frerks hat wieder was gelesen, ja? Wo stand das heute Morgen? In der Freizeitrevue? Morgen nicht, nee. Warst du wieder auf dem Klo, hast Freizeitrevue gelesen? Ich glaube nicht, was drin steht. Lesezirkel im Badezimmer. Oh ja, geil, ne? Lesezirkel, aber immer so alt, ne? Gibt's eigentlich noch PM? Kennst du PM? Peter Moos Leitners Magazin? Das war früher ganz geil, da wurden so viele Sachen erklärt. Kennst du das noch? Ja, das ist so ein bisschen wie denkst. Wie was ist was, ne? Hast du als Kind was ist was Bücher gehabt? Ja. Du bestimmt, ne? Ja, habe ich auch zu Hause immer noch. Ja, klar. Ja. Ja, okay, alles klar. Es gibt was noch besser ist. Na? Wieso, weshalb, warum oder so, von so einem anderen Verlag. Wieso? Okay. Oh, harte Werbung hier. An der Stelle, also wenn wir Werbung machen, Freunde. Ich kann, die Eier fangen wir schlecht, boah. Übrigens, das Weltrekordmesser auf shop.stemmesser.de, ja? Also hier gibt es keine Werbung, ohne dass wir für unsere eigenen Produkte Werbung machen. Pass auf, ich habe mich entschieden, heute Ohrmuscheln zu... Sind das, nee, Muschelpasta. Ne? So nennt man die. Also, Wasser kocht, Salz ist schon drin. Los geht's. Was wir hier jetzt haben, ist ganz normale Tomaten oder Flaschentomaten, sagt man wahrscheinlich auch dazu. Die würde ich jetzt ganz simpel in Scheiben schneiden. Von der Dicke her, seht ihr selber, also so einen halben Zentimeter ist das oder so. So, pass auf. Auf die Menge, das reicht schon. Anderthalb Tomaten. Weil ihr wisst ja, bei diesen Live-on-Tape-Videos ist es mit der Einkaufsliste nicht so weit her. Ja? Die fällt meistens hinten runter. Jetzt hier Olivenöl in die Pfanne. Dann packen wir die Tomaten schon mal rein, dass sie schon mal geschmeidig anrösten. Was natürlich geil dazu passt, ist unser Gewürzmix. Ich weiß, er ist ständig ausverkauft, aber glaubt mir, er kommt wieder. Er kommt wieder. So, deswegen will ich jetzt auch nicht zu viel darüber reden. Das will ich gleich mit dazu machen. Das gibt dem Gericht Geschmack, ist so eine schöne Tiefe. Wenn du das gleich am Anfang drin hast, da passiert gleich was. Wenn das im Öl anröstet, da hast du schon so ein bisschen so, so ein bisschen diese Röste, auch ein bisschen Schmack ist im Gericht. Dazu jetzt hier, das ist jetzt nicht so griechisch, Pancetta, Schwarte abschneiden. Und die Schwarte packen wir jetzt aber ein bisschen mit dazu. Dass schon mal ein bisschen Geschmack in eine Pfanne geht. Und dann jetzt hier dünne Scheiben herunterschneiden. Pancetta, Bauchspeck, sehr würzig. Also müsst ihr mit dem Salz bei diesem Gericht ein bisschen aufpassen. Und Fans dieses Channels, mal nebenbei ganz kurz, abonniert diesen Channel sehr gerne. Ihr wisst ja, da steht so ein Schild unten, abonnieren drücken, wir freuen uns sehr. Und die Fans unseres Channels wissen ja, dass wenn wir Pasta machen, wir sie in der Pfanne meistens immer fertig kochen. Das heißt, auch euer Nudelwasser bringt ja auch schon Salz mit rein. Jetzt hier die Pancetta gleich mit dazu. Dass er gleich ein bisschen den Geschmack auch in das Öl reinlässt. So, Kollege Bunschow, wo ist jetzt hier mein Kochlöffel? Oh, der ist ja auch ausverkauft, ne? Mein Gott. Was ist eigentlich in meinem Shop nicht ausverkauft, frage ich mich. Ah, da oben ist noch einer. Ist noch einer? Ja. Ah, sehr gut. Ja. Echte Deko. So, das habe ich hier. Ein bisschen Schwenki. Einmal die Nudeln. Jetzt können wir einmal das ganze Zeug drehen. Hast du die kleine Zange noch irgendwo? Nee, ne? Die habe ich. Hast, ja, das ist die große. Okay. Du meinst die Pinzette, ne? Nee, ich meine diese kleine Zange. Ach, die habe ich oben im Büro. Ne? Die kommt auch bald im Shop. So, hier einmal drehen. So. Jetzt seht ihr auch schon hier, das ist beim Pancetta ganz geil. Der läuft, der wird so ein bisschen so wie durchsichtig dann. Dann wisst ihr, es geht in die richtige Richtung. Und was wir auch noch reinmachen, ist Feta-Käse. Also salzen brauchen wir das Ding eigentlich gar nicht, weil das ist nur purer Geschmack sowieso schon drin. Ihr seht ihr hier, die Schwarte war gerade noch weiß, hat sich ein bisschen ausgebraten, das soll uns reichen. Packen wir mal darüber. So. Ja, jetzt kommt die Hitze. Ihr könnt die Tomate auch so ein bisschen mal mit einem Kochlöffel oder mit einer Zange leicht andrücken, dass sie ein bisschen noch mehr Wasser verliert. Aber darum geht es jetzt,
das Wasser von der Tomate ein bisschen rausbraten, dass ein bisschen der pure Geschmack übrig bleibt. Dann natürlich, das darf bei der Hirtenpasta nicht fehlen, Schnittlauch. Guck mal, normalerweise würde ich jetzt so wegschneiden, das wegschmeißen einfach. Das ist so eine Angewohnheit, dass ich es immer so gerade schneiden will erstmal. Ja, eine schlechte. Ja, ich habe ja schon mal so ein, zwei Kommentare gesehen. Da ging's, weiß ich, da haben wir auch eine Paprika geschnitten, haben glaube ich die Hälfte so weggehauen. Da muss man echt mal ein bisschen drauf achten. Weil ich meine, als bekannter Fernsehkoch hat man ja auch eine Vorbildfunktion. So, sehr schön. Das brate ich jetzt mit und mit dem Rest mache ich mir heute einen Saunaaufguss. Gehst du eigentlich gerne in die Sauna? Nee. Nee, ne? Ich auch nicht. Nee, ist auch so irgendwie, ne? Alleine dieses Nacken da reingehen, das kann ich ja bis heute nicht verstehen, ne? Es ist mir ein Rätsel, wie du mit fremden Leuten, die Leute stellen sich sonst wie an, aber in die Sauna gehen sie alle nackt rein. Und warum es verboten ist, eine Badehose in der Sauna anzuziehen, also das verstehe ich nicht. I don't get it. Hä? Hygiene. Hygiene? Ja. Ja, Alter. Nein. Da habe ich doch lieber, dass das so untenrum zu ist, als dass er mit seiner Kimme auf dem Holzbrett sitzt, ey. Ich kann seine Hand drum lassen. Ja, aber trotzdem, ich weiß nicht. Aber weißt du, das muss man mögen. Ich weiß nicht. So, pass auf, Nudeln, braucht noch ein bisschen. Was wir jetzt früh schon machen können, bisschen Schnittlauch mit dazu. Jetzt aber die Hitze wirklich reduzieren. Und gibt ja viele, die auch immer gerne fragen, welche Nummer ich jetzt sozusagen eingedreht habe. Also mein Herd hat, als Herd ist es hier die 9. Dann kann man den noch ein bisschen ankicken, dann geht es richtig ab und jetzt gehe ich von 9 runter auf 5. Heißt, wenn ihr zu Hause nur 6 habt, geht ihr von 6 jetzt runter auf 3. Also auf die Hälfte. Ihr hört auch sofort, das wird gleich so ein bisschen leiser. Ach, guck mal, das ist das, was man haben will. Die Tomate schmilzt so ein ganz bisschen ein. So. Kicken wir doch mal nach den Nudeln. Puh, ha. Knackig. Ich möchte sagen, noch leicht knackig. Was man auch geil reinmachen kann, ist so ein bisschen, ihr wisst ja, wir haben dieses, das ist sogar da. Unsere Kräutermischung hier für die Pesto. Auch leicht noch mal reinstreuen. Das ist eh ganz geil, sich gar nicht davon eine Pesto anrühren, sondern immer, wenn du irgendwas brätst oder so, immer, weißt du, das ist viel geiler. Da hast du, wenn du Pesto anrührst, hast du immer eine Pesto. Und so kannst du sagen, bisschen Geschmack, irgendwie Bratgemüse und so. Sehr gut. Aber nur ein Esslöffel Pesto anrühren. Ja, aber hast du halt angerührt. Da hast du immer schon das Öl dabei, weißt du? Und da habe ich das Gefühl, es läuft ja nicht ab, aber lieber so ein bisschen so, wie früher die gefrorenen Kräuter bei Oma. Weißt du, hier diese Petersilie, die sie immer im Tiefkühl. Von ihr nochmal. Ja, ja. Ja. Was wir jetzt schon mal machen, wir hauen jetzt schon mal ein bisschen Kochwasser zwischendurch ran, dass es schon mal so ein bisschen kompottartig hier einkochen kann. Guck mal. Oh. Das riecht schon nach Griechenland, wenn du mich fragst. Also wenn ich in Griechenland eine Pasta essen würde, wäre die bestimmt so. Das muss ich sagen. So, jetzt aber Pasta wird es jetzt haben. Koch die nicht ab, sondern schütt die kurz mal ab. Oh. Hey, Freundchen, ne? Das ist mein Bereich hier, ne? So. Ich koche immer gern ein bisschen mehr Pasta, weil beim Abgießen geht immer ein bisschen was daneben. Oh, guck mal, ich bin so ein Honk. Jetzt habe ich das ganze Wasser abgegossen. Alter. Zum Glück hast du vorher schon was rein. Ja. Guck mal. Jetzt hier, guck mal, darum geht's nämlich. Jetzt muss ich ein bisschen Wasser wieder zurückholen. Boah, ätzend, ey, was für ein Hirni bin ich. Jetzt haben wir gar kein Wasser hier, ne? Warte mal. Da ich das ja selber esse, kann ich auch mal ein Trinkwasser hier nehmen. So. Also normalerweise hätte man jetzt ein bisschen Dings wieder zugegeben. Ein bisschen Nudelkochwasser. Wenn man das nicht, wie ich, voll Honk es abgegossen hätte. Was ihr jetzt machen müsst, ist hier, jetzt volle Lotte. Jetzt richtig Schub rein. Weil wir jetzt die Pasta in der Pfanne sozusagen fertig kochen und da brauchen wir richtig schön Hitze. Oh ja, das sieht gut aus. Ich probiere schon mal. Oh, geil, geile Würzigkeit. Ohne, wir haben bisher wirklich nur den Gewürzmix drin, ein bisschen Kochwasser und viel mehr war der Pancetta natürlich auch. Also Salz braucht dieses Gericht auf gar keinen Fall. Was ich jetzt noch dazu schmeißen würde, auf jeden Fall ist eine Flocke Butter. Ja. Dann wird es mir noch so ein bisschen leicht angerahmt. Und das ist auch der Moment. Also man kann jetzt zweierlei machen.
Man kann den Schafskäse jetzt dazu geben, dass er so ein bisschen mitschmilzt. Oder parmesantechnisch zum Schluss oben drüber. Das ist die Frage, was besser ist. Was meinst du? Schmeiß ihn rein. Ja? Ja. Aber guck mal, so ist auch ganz geil. Schau mal. Oder beide. Beide, guck mal. Aber das ist aber auch geil. Das ist geil für oben drauf am Ende. Ja. Aber die Cremigkeit kriegst du nur, wenn du es mitkochst. Ja, ich weiß, ja, ist klar. Ich sag mal, dann lass uns so drei Viertel, ein Viertel machen. Ja. Drei Viertel knödeln wir jetzt mit rein. So. Oh. Man muss dazu auch sagen, das können wir unseren, Zuschauer sagt man jetzt ja gar nicht so richtig, ne? Unseren YouTube-Fans auf diesem Channel sagen, dieses Gericht haben wir jetzt 2 Minuten, bevor wir jetzt angefangen haben, uns entschieden, es so zu machen. Wir wollten eigentlich was anderes machen, haben aber gemerkt, nee, komm, lass mal irgendwie anders. Und das ist jetzt gerade entstanden. Also ihr seid jetzt sozusagen live dabei, wie wir uns dieses Gericht jetzt zusammen so ein bisschen ausgedacht haben. Oh, guck mal. Oh, mein Gott, ey, da soll mal einer sagen, die Griechen können keine Pasta machen. So, auf. Das wäre auch geil. Wir machen einen griechischen Laden und machst eine Pasta-Karte. Ja, genau. So, pass auf. Jetzt machen wir eine schicke Portion zum Anrichten. Was reicht schon? So ein paar Stücken können auch übrig bleiben, finde ich. Boah. Das ist aber hier Länderfreundschaft. Italien und Griechenland. Boah. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt kommt der Clou. Geriebener Feder oben drauf. Das könnte aber auch mal, geil sein, wenn man so eine andere Pasta macht. Also das muss ich mir selber mal merken, ey. Weißt du, spontan entstehen die geilsten Sachen. Einmal probieren. Mmh. Boah, ist das gut. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist die geilste Pasta, die wir gemacht haben, aber eigentlich ja. Weil diese Tomate mit dem geschmolzenen Käse und die Butter auch noch. Ey, Endstufe. Und es ist würzig, nicht übersalzen. Boah. War jetzt ein bisschen viel, ne? Ohne, wie heißt das? Dann mache ich das so. Wir hören jetzt hier gleich auf und dann hänge ich euch jetzt an dieses Video noch eine Einkaufsliste dran, damit ihr wirklich wisst, was Phase ist. Auf jeden Fall vielen Dank für Zugucken. Das war wieder Hensler, schnelle Nummer, live und Tape. Und hier ist die Einkaufsliste für Pasta griechischer Art für 2 Personen. 150 Gramm Pasta nach Wahl, 3 Tomaten, 1 Paket Feta-Käse, 1/2 Bund Schnittlauch, ca. 40 Gramm Pancetta. Zum Würzen habe ich benutzt unseren Pesto-Mix und den Gewürzmix und natürlich braucht ihr Olivenöl. Guten Appetit!